Willkommen zur Wiener Börseparty auf Audio CD.at. Heute ist Mittwoch, der 29. Mai 2024 und mein Name ist Christian Drastil. An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio CD. Vor dem Fronleichnam-Feiertag, an dem gehandelt werden wird, spreche ich über einen sinkenden ATX und die Frage, wer mein 300. Gast sein soll. Dies und mehr in der Wiener Börseparty mit dem Motto Market. And me. Here's Market and Me, podcasting for equity. With Tommy B. Hey, den Zeitgeist, ja, ein Modethema. Ja, die Börse als Modethema und die Mai-Folgen der Wiener Börseparty, die sind präsentiert von Wienerberger. ATX rauf können wir heute nicht spielen, denn minus 0,68% bei 3.685 Punkten jetzt um 11.30 Uhr. Als ich das einspreche, Top-Performer heute mal innerhalb dieser 39 Titel umfassenden Peer Group sind Marinomed mit plus 0,7%, VIG mit plus 0,67%, da habe ich dann noch Zahlenmaterial, und die Kapsch mit plus 0,57%. Die Umsätze sind in dieser Woche äußerst dünn. Das ist ein bisschen eine Überleitung zu einem anderen 29.05., nämlich vor 9 Jahren, am 29.05.2015, haben die Immofinanz und die VIG beide am gleichen Tag den höchsten Umsatz in ihrer eigenen Börsegeschichte gehabt. Das war bei der Immofinanz 360 Millionen Euro und bei der VIG 267 Millionen Euro. Wie gesagt, jeweils der höchste Kurs. Und das Spannende daran ist, dass beide Aktien ungefähr dort notieren, wo sie heute notieren, bei dem Kurs ein bisschen drunter, aber mit Dividenden geht sich das Ganze schön aus, dass man ein Plus hat. Und wenn man jetzt vergleicht, die Immofinanz, die hat 360 Millionen an einem Tag gehabt und hat jetzt 931 Millionen kumuliert im bisher gesamten Jahr, also 5 Monate 2024. Und die VIG, bei der ist es noch härter, 267 Millionen an diesem 31.05. und 209 Millionen. Also der eine Tag damals war mehr als 5 Monate kumuliert heuer. Der Grund, MSCI, das war damals eine Umschichtung im MSCI Austria. Ich habe das Gefühl, da wird kaum mehr drauf geschaut. Allen meinen Berechnungen zufolge wäre im Vorjahr eigentlich die Telekom Austria reingekommen. Ist aber nicht passiert. Ich keine Ahnung, wie aktuell das Ganze da noch gemanagt wird und ist auch irgendwie so ein kleiner Call-to-Action-Alert, ein weiterer für den österreichischen Markt. Morgen werde ich ein bisschen herumrechnen mit 42% Cast. Auflösung folgt, aber das ist auf jeden Fall die Antwort auf alle Fragen. Die Politik ist sowieso Käste es, was es wolle. Nachrichtenseitig heute ein bisschen durchmischt. Die UBM hat im ersten Quartal noch keine Trendumkehr für den Immobilienmarkt gesehen. Trotz Verkaufserfolgen kann man ein negatives Ergebnis von Steuern von 7,3 Millionen Euro nicht verhindern. Also wir haben 1,1 Millionen Euro im Vorjahr gehabt. Fürs Gesamtjahr rechnet man aber mit einer signifikanten Reduzierung des Verlusts gegenüber dem Vorjahr, und 2025 kann mit einer Rückkehr in die Gewinnzone gerechnet werden. Also die Tonalität, die passt hier. Ähnlich bei Warimpex im ersten Quartal im Vergleich mit dem Vorjahr hat man leicht ins Minus gedreht. Ergebnis vor Steuern blieb mit 0,3 Millionen nach 2,1 Millionen im ersten Quartal, aber leicht positiv. Und für 2024 geht das Unternehmen aufgrund der Budgetzahlen von einem positiven Ergebnis der laufenden operativen Tätigkeit aus. Vienna Insurance Group gut unterwegs, die haben die verrechneten Prämien im ersten Quartal um 11% auf 4,3 Milliarden Euro steigern können und man sieht sich ausgezeichnet kapitalisiert. Das Management bestätigt den Ausblick. Für 2024 soll ein Ergebnis vor Steuern innerhalb einer Bandbreite von 825 bis 875 Millionen Euro erzielt werden. Ebenfalls gut unterwegs die Strabag, die haben im ersten Quartal eine Leistung von 3,4 Milliarden Euro erzielt, ein Plus von 2% zur Vorjahresperiode, und der Auftragsstand 24,6 Milliarden Euro zu Ultimo März, 24,5 war es ein Jahr vorher, also
Auch hier ein kleines, kleines Plus, aber wir sprechen von großen, großen Zahlen, deswegen ist auch ein kleines Plus was Schönes. Clemens Haselsteiner, CEO, hält für 2024 vorerst unverändert an der angepeilten Bauleistung von 19,4 Milliarden Euro fest und die Aktie ist heute auch an einem schwachen Tag im Plus. Die Simo, die haben gestern Verträge abgeschlossen, ein ganzes Portfolio, 18 deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien, 255 Millionen Euro Transaktionswert. Da gibt es einen Abschlag zu den Buchwerten von 9,5%. Man sagt, weil es sich um einen Portfolio-Deal handelt. Ja, Squeezeout ist da sicherlich die dominierende Nachricht momentan. Ja, und dann habe ich noch Research, die erste Group reduziert die Empfehlung für die Verbundaktie von Halten auf Reduzieren. Das Kursziel geht von 79,5 auf 70,8. Baderbank stuft den Verbund weiter mit Sell ein und das Kursziel ist 64,1 Euro. Und Raiffeisen Research erhöht die UBM von Halten auf Kaufen und geht ein Kursziel von 23 auf 25. Mit dem Martin Ohneberg, Aufsichtsratschef, Verbund, viele andere Funktionen, Hengroup, Tennisverband, Präsident und so weiter, hat heute die Season 13 Presented by Vierfeld in der Börse People Serie begonnen. Der Martin ist mein 277. Gast und am Ende der Staffel ist genau der 300. Gast. Welche Frau, welcher Mann soll mein 300. Gast werden? Ich bitte um Mails an christian.drastil@börsesocial.com und werde dann eine LinkedIn-Umfrage dazu machen und dann schauen wir mal, ob ich die Person bekommen werde. Dankeschön.